Mario, du hast jetzt genug geschlafen. Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir... ich weiß gar nicht mal, was wir alles gelernt haben. Auf jeden Fall waren wir bei der Testball Galaxy, wenn mich jetzt nicht alles komplett täuscht. Und haben hier noch einen Gourmet-Luma. Entweder war es jetzt im letzten oder im vorletzten Part, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Verwandeln lassen für eine weitere Galaxie. Genau. Wir sind hier soweit fertig geworden. Fehlt eigentlich nur noch hier der eine hier bei der Kampffelsen-Galaxie. Da haben wir diesen einen besonderen bei der Mülldeponie geholt. Und dabei einen weiteren. Hier, den hier. Eigentlich wollten wir den hier, gab es den hier noch dazu extra. Aber wir haben hier noch die Bedrohung. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Gut. Die Typen können wir, glaube ich, schon im Mini-Format. Ja, da vorne die Teile hier kennen wir schon. Oh, den hier kennen wir noch nicht. Nein. Ja. Boah. Ach man. Das ist so ein typischer Fall davon, wie man am besten dieses neue Feature auch noch reinbringt. Das sind übrigens, soweit ich weiß, die Monty Maulwürfe. Oh. So. Na, Steuerung spinne ich rum. Soweit ich sehe, geht's nicht um Zeit. Okay. Au! Ach so. Oh. Kann man ja nicht wissen. Ach so, das bewegt sich. Das dachte ich gerade. Das sollte aber nicht so schwer sein. Ja. Na gut, aber das ist allgemein nicht so schwer gewesen. Die Elektrodrähte sind im Weg. Und ich kann meinen Freund nicht befreien. Irgendwas mit der Drehattacke, um die Drähte zu zerstören. Wow, eigentlich war ich gerade voll hinten. Aber gut. Ja, ja, was man hier machen soll. Ist mehr als offensichtlich. Boah, Glück gehabt, eigentlich wollte ich gerade nur die Münze haben. Vielen Dank! Zur Belohnung zeige ich dir eine Abkürzung. Verwandelung! Abkürzung ist der einzig mögliche Weg. Hat nichts mit Abkürzung zu tun. Oh, den Typen hier schnell töten. Okay, ich glaube, das war das Richtige gleich. Also was man hier aus der Mission mitnehmen soll, ist, wie man die Drehattacke richtig einsetzt. Das ist mehr als offensichtlich. Oh je. Ja, ich bleib dabei. Au. Na immerhin. Okay, aber ich bleib dabei, das Level ist irgendwie immer noch viel zu
einfach. Oh, ehrlich jetzt. Oh, Mario, ey. Immerhin hat uns dieses zusätzliche Leben geholfen. Oh. Oha, Glück gehabt. Ich war gerade genau am Rande von Leben und Tod. Das One-Up kann ich mal. Ja, klar. Wir nehmen es und schieben es woanders hin. Oh, oh. Oha. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Na gut, da geht's ja noch. Da hatte ich Glück. Das mit der Schwerkraft ist hier irgendwie seltsam. In dem ganzen Spiel allerdings auch. Oh. Das war schlau. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Ist nur eine Münze. Okay. Ja, super. So unlogisch, dass der Strahler trotzdem durchgeht. Sehr schön. Ich kann mich übrigens gerade nicht bewegen. Wow. One, tot. Au. Und stirb. Nummer 2, tot. Okay, jetzt, es ist zwar recht einfach, aber es ist. Ja, ziemlich lang jetzt. Wow, wir haben nichts gemacht, trotzdem explodiert. Okay, kann man mal so stehen lassen. Wirklich wert. Au. Ich glaube, auf der Rückseite erwartet mich was. Au. Jupp. Okay, da sieht wenig aus wie ein Gourmet-Luma, aber es ist doch nicht. Lalalala, wir kommen im Luma-Laden. 30 Sternteile kaufen. Maxkraft natürlich, das One-Up, das bringt eh nichts. Also ein Luma-Laden finde ich nice. Und jetzt erwartet der sich dann um das Item. Okay. Ach, der macht diese komischen Geräusche. Ah. Au. Au. Na, also geht doch. Oh, das sind nervige Kinder, ey. Na, also. Da gibt's ziemlich viel von dem Zeug hier. Au. So, die waren ja. Diese Gegner sind die gar nichts irgendwie. Vor allem der geht dann schon automatisch in die Richtung. Also ich weiß auch nicht, wollten sie damit bezwecken, dass der Kampf sich nicht zu lange hinzieht oder was? Was wollten sie damit erreichen? Der Kampf ist doch so oder so voll einfach. Also.
Und das dann nochmal extra vereinfachen, ich weiß ja nicht. Irgendwie war es richtig unnötig. Naja. 21. Stern. 501 haben wir jetzt. Und nö, ich speichere natürlich nicht. Wir gehen gleich weiter. Denn ist hier gleich scheinbar. Mann. Ja, ein Schabernack-Komet. Doch nicht. Ist noch nicht da, aber es gibt noch einen Schabernack-Kometen. Auf dieser Mission, auf dieser Galaxie. Und wir gehen jetzt zu Bowser Sternfabrik. Dann können wir mal sehen, was die hier für einen Müll anstellen. Mit der Macht des großen Sterns. Kampf in Bowsers Festung. Okay. Ah, sieht auf jeden Fall schön protzig aus. Und ja, gucken wir mal weiter. Was sagt der Luma hier? Ich fühle einen großen Stern da drin. Aber der Weg dorthin ist sicher mit Fallen gespickt. Pass gut auf dich auf. Natürlich ist der Weg mit Fallen gespickt. Sonst wäre das alles erleben. Wow. Also ein One-Up nehme ich natürlich liebend gerne mit. Juckt mich zwar überhaupt nicht die One-Ups. Aber ja. Die Gravitation hier ist total chaotisch. Achte auf die Pfeile, die auf deinem Weg. Ja, logisch. Ja, hier spinnst du dezent. Mal oben rum, mal unten rum, mal rechts, mal links. Mal geradeaus, dann geht doch woanders lang. Wie gesagt, wenn die One-Ups auf dem Weg liegen, nehme ich sie natürlich lieb gerne mit. Auch wenn ich jetzt hier eine extra Runde machen muss, aber wir haben ja Zeit. So sind die extra Runde, ne? Ja, warte ich mal kurz. Komm runter, du Twomp. Hä? Okay, das muss man mir jetzt mal bitte zeigen. Wie bin ich jetzt da durch den Boden durchgeglitscht? Na egal. Immerhin bin ich noch da. Also irgendwie bin ich gerade durch den Boden durchgeglitscht. Ich hab keine Ahnung, wie das passieren konnte gerade. Der Twomp hat mich durch den Boden durchgedrückt. Aua. Aua. Aua, hey. Hat funktioniert. Was macht Bowser hier? Swiftwurst ist schon ein wenig her, seit ich das Game zuletzt gespielt habe. Deswegen nicht wundern. Dass er direkt auf den Weg zielt, ne? Er auf mich zielt, statt auf den Weg. Oder schon mal voraus. Du bist weit gekommen. Und ich habe immer noch einen Sprachfehler. Egal. Ich werde dich trotzdem zerquetschen. Und dann die Fetzen im Weltall verteilen. Und ich sage jetzt mal lieber nicht, was ich da gerade zuerst gelesen habe, statt Fetzen. Hust, hust. Sorry. Nix Absicht war. Ah, ich glaube, ich weiß, was man machen muss. Wir müssen, glaube ich, auf das Glas hier. Mann, jetzt habe ich es natürlich hingekriegt, ne?
So macht man's. Okay. Ja. Dreh mal nicht ganz so auf, Junge. Wir haben dir schon schlimmer geschadet, glaub mir. Ich find's nur so traurig, ne? Der sieht doch, was passiert. Und trotzdem macht er ganz genau gleich weiter. Ja, also. Eigentlich müsste er jetzt gerade da voll eingebrochen sein, aber gut. Es ist ein Spiel, was machen wir uns mal nicht vor. Und da ändert natürlich nichts an seiner Taktik. Da möchte Mario einfach zerquetschen. Na also, schön erwischt. Voll auf die Fresse. Oh, das ist mies gelaufen. Aber mein Plan kommt gut voran. Mario, glaubst du, du kannst mich aufhalten? Wie hat er sich jetzt von A nach B geportet? Und müsste der Stein, der Stein, ja. Der Stern nicht eigentlich mega heiß sein, jetzt wo er gerade aus der Lava rauskommt? Egal. Wir berühren ihn ja nicht. Aber eigentlich müsste er vor Lava triefen. Okay, doch, wir berühren ihn. Gott sei Dank trägt Mario Handschuhe. Er weiß schon warum. Wahrscheinlich. Hoffe ich. Aber sehr schön, wir haben das Badezimmer somit auch abgeschlossen. Die Schauer nach Kometen, die machen wir halt dann irgendwann mal. So wahrscheinlich gegen Ende, wenn ich dann nichts mehr anderes habe. In der Mitte sehen wir auch, jetzt haben wir die dritte Welt geöffnet. Und ja, Galaxie komplett. Und natürlich habe ich gleich eine neue Galaxie entdeckt, sogar gleich drei Stück. Allerdings ist gerade sogar ein Schabernack-Komet da. Naja, egal. Ein großer Stern ist zurückgekehrt und du kannst jetzt zu einer neuen Kuppel, also einer weiteren Kuppel im Innern gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalten, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Logisch, dass sie nicht ausreichen. Die Schurken, die deine dir kostbare Person entführt haben, haben sie bis zum fernsten Ort gebracht. Dem Zentrum des Universums. Kennen wir das nicht schon? Wenn unsere Sternkraft zurückgekehrt ist, kann die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die dir kostbare Person wieder. Nein, immer noch nicht. Ich muss allerdings echt sagen, eine Sache stört mich schon die ganze Zeit. Und zwar hat sie doch im letzten oder vorletzten Part, ich weiß es leider nicht mehr, gemeint. Das Zentrum des Universums ist der von hier aus am weitesten entfernte Ort. Übrigens, da gehen wir nachher auch noch rein hier. Aber jetzt nicht mehr in dem Part. Auf jeden Fall, das Zentrum, ist das nicht eigentlich die Mitte? Hier ist die Küche. Also ist jetzt nur so meine Frage. Kann sein, dass ich da mich jetzt vertue oder so. Aber war es nicht eigentlich so, dass das Zentrum eigentlich die Mitte ist? Dieses Wunder blickt auch voll auf den Weg. Also, ich meine zumindest, das Zentrum ist die Mitte. Egal. Auf jeden Fall, dass das ja die Küche ist, hat man schon von weitem gesehen. Ja, ich würde sagen, eine Mission machen wir hier gerade noch. Wie gesagt, die Schabernack-Kometen kommen noch. Hier haben wir gerade mal die Glasstrand-Galaxie. Die Phantomgalaxie und die Testblase-Galaxie. Oh je, Testblase. Ich weiß, was die Blase ist. Ich mag's nicht. Aber gut. Müssen wir mitlesen. Was glitzert da am Meeresboden? Gute Frage.
Jo, die Glasstrandgalaxie, was kann man hier drüber sagen? Ich sag nur Pinguinparadies. Und die Musik ist sogar dieselbe, wie beim Testsurfen. Daher kommen nämlich auch die Pinguine aus dem Pinguinparadies. Und muss sagen, ich mag die echt. Das da ist das Paradies der Pinguine. Der Glasstrand. Jupp. Wie gesagt, mag ich. Sieht schön aus, bekommt man sofort Urlaubsfeeling. Frag deine Meereskumpels, wie man schwimmt. Sie werden es dir zeigen. Drücke A, um Brust zu schwimmen. Ah, okay, ich muss schon rein. Der vernimmt der aber gerade, wie man taucht. Tauchen mit Z, habe ich mir schon gedacht. Oh, die Steuerung ist aber ekelhaft hier. Sehr ekelhaft sogar. Da muss ich sagen, gefällt mir das Schwimmen in Skyward Sword 10-mal mehr. Weil die ist so ungenau, vor allen Dingen ist es halt so ekelhaft. Weil man... Die Steuerung ist hier falsch rum. Das heißt, wenn man nach oben geht, drückt das beim Joystick, dann geht er halt nach unten und umgekehrt. Und ja, das ist natürlich ekelhaft. Ich bin froh, dass man hier in dem Spiel nicht so viel schwimmt. Also ich weiß es auch nur von diesem von dieser Insel, von dieser Galaxie hier, wie man schwimmt, dass man schwimmen muss. Von der anderen ist mir jetzt gerade momentan nichts bekannt. Gibt da bestimmt nochmal was, weil wegen einer einzigen Sache wird man das nicht machen. Ah. Ach, dort nochmal eins. Boah, einmal erwischt von dem Typen und man ist down. Zur Info. So, mir fehlt jetzt noch ein einziges Stückchen. Müsste doch nur die hier drin sein. Oder in irgendeiner von denen. Der Tag, wie kannst du schnell schwimmen? Oh! Ja. Sehr schön. Gut. Falls ihr übrigens ein komisches Geräusch im Hintergrund gehört haben solltet, das war unser Hund, der schläft gerade. Der schnarcht. Hab's auch gerade zum ersten Mal gehört. Ich hoffe mal, ihr habt es nicht im Video gehört, aber falls ihr was gehört haben solltet, so ein komisches Krummeln oder so, das war unser Hund. Wenn du das an einem hohen Ort schnappen willst, führe einen Dreher nach dem Sprung aus. Das kennen wir doch schon. Oh. Das ist ein One-Up. Ehrlich jetzt. Oh, ehrlich jetzt. Hä, wie komme ich denn da hoch? Ach so. Es ist manchmal einfacher als man denkt.
Ui, das war knapp. Manchmal ist es echt einfacher als man denkt. Ja. Mein Partner war schon klar, dass das nichts wird. Ich wollte jetzt mal endlich mal das Water haben. Hat mich etwas böse angelächelt. Das ist ein Wandsprung, einem ganz nach oben zu gelangen. Ja, gut. Ach ja. Mega easy die Aufgaben hier. Nächster Stern in unserer Gewahrsam. In unserem Waldwirtschaftsam. Könnte man falsch verstehen, hust hust. Aber gut, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Part hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für Likes und Kommentare. Und möchte noch ganz kurz wissen, was da für eine neue Galaxie jetzt passiert ist. Rosalinas Bibliothek wurde geöffnet, du kannst jetzt das Bilderbuch lesen. Ein Gomeluma ist aufgetaucht, es war klar. Wenn man ein Part beenden will, kommt natürlich alles auf einmal. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen wird. Lel. Also haben sie jetzt schon entdeckt. Na gut, die Küche ist jetzt noch nicht allzu groß. Wir brauchen wahrscheinlich noch ein paar weitere. Bowser Juniors Schiffsfabrik. Haben wir jetzt schon freigeschaltet, obwohl wir noch gar nicht so weit sind eigentlich. Gut, mit Rosalinas Bibliothek schauen wir uns dann im nächsten Part an. Ich glaube, der will jetzt 500, oder? Kann das sein? Oh. Wir haben nicht genug. Was ist denn hier falsch? Egal. Puh, man könnte keine Leben verlieren. Okay, dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, für Likes und Kommentare. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Und ja, dieses One-Up da unten kommt jedes Mal wieder. Das heißt, wir haben jetzt schon die Möglichkeit auf insgesamt 6 weitere One-Ups, die einfach immer da sind, wenn wir das Spiel starten. Ja. Da vorne vom Briefträger bekommen wir jedes Mal. Ja. Oh, nee, doch nicht, okay. Auf jeden Fall, manchmal gibt es von dem Briefträger. Und manchmal eben nicht. Naja, egal. Wie schon gesagt. Ach, da unten ist auch nochmal eins, also wir haben trotzdem noch 2 Stück, wo wir jederzeit bekommen können, theoretisch. Das heißt, die One-Ups sind in dem Spiel sowieso absolut gar nichts mehr. Das finde ich echt traurig, weil das hätten sie wirklich schön machen können. Aber gut, Riesenkritikpunkt von mir an dem Game, aber ansonsten gibt es nicht wirklich viel. Ach cool, hier gibt es eine Übersicht. Wäre doch ganz schön, wenn ich mit den Lumas hier reden könnte. Aber nee, hier gibt es eine schöne Übersicht über das, was wir bis jetzt haben. Oh, schön. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin. Oder auch nicht. Bye.